Bei meinem Minimalismus-Experiment merkte ich erst kürzlich wieder, wie wenig wir uns eigentlich von Dingen trennen können. Alte Bücher, Klamotten, die wir nicht mehr tragen. Doch in unserem mentalen Kleiderschrank befinden sich ebenso viele Dinge, von denen wir uns kaum trennen können. Es können destruktive Gedanken, Erinnerungen, unrealistische Ziele und Verhaltensmuster sein. Doch warum fällt uns Veränderung so schwer? Warum können wir nicht loslassen? Und welche Rolle spielt unsere Kindheit in all dem? Zeit, das Ganze mal unter die Lupe zu nehmen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine sehr traumatische Erfahrung, als ich klein war. Und zwar, als ich mich von meinem Schnuller lösen musste. Und ja, mein Dad meinte vor einiger Zeit zu mir, dass damals irgendwann mal die Zeit gekommen war, ihn loszulassen. Und ich hätte wohl etwas länger gebraucht. Das erklärt so einiges, ich weiß. Und so kam es, dass wir mit der Familie am Strand waren. Mein Dad nahm mir den Schnuller aus dem Mund. Und es war ihm wichtig, dass ich irgendwie ihm folgte, seinem Weg. Er ging dann weiter ran ans Wasser, holte aus und schmiss den Schnuller ins Meer. Schmerz. Festhalten ist natürlich. An Personen oder Dingen festzuhalten, ist in erster Linie erstmal eins, und zwar ganz menschlich. Tatsächlich ist es in manchen Situationen sogar überlebenswichtig, nicht loszulassen. Säuglinge zum Beispiel, die besitzen in den ersten Monaten einen Klammerreflex, den sogenannten Moro-Reflex genannt. Und tatsächlich ist das so, als Reaktion auf bestimmte schnelle Bewegungen oder auch ein Fallgefühl streckt dann das Baby dabei ruckartig alle Beine von sich, spreizt die Finger und zieht dann danach auch die Arme wieder vor der Brust zusammen. Wegweisend für das Festhalten steht die Bindungstheorie, die vom englischen Psychoanalytiker John Bowlby formuliert wurde. Sie versucht im Wesentlichen die Frage zu beantworten, warum überhaupt Gefühle von Angst, Wut, Depression und auch emotionale Entfremdung überhaupt durch Trennung ausgelöst werden. Sie besagt, evolutionsbiologisch kommen wir ohne diese Bindung gar nicht aus, sie ist sogar notwendig. Psychologisch, jeder von uns erfährt eine ganz individuelle Form von Bindung an seine Eltern zu Beginn des Lebens. Und wie sich diese Bindung anfühlt, hat großen Einfluss auf den Menschen, der wir heute sind. Die Quellen, die ich für meine Recherche zum Thema benutzt habe, die findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Kein Verhalten wird von stärkeren Gefühlen begleitet als das Bindungsverhalten. Solange das Kind sich in uneingeschränkter Verfügbarkeit seiner Hauptbindungsperson oder in geringer Entfernung von dieser befindet, fühlt es sich sicher. Die Gefahr eines Verlustes ruft hingegen Angst hervor, der tatsächliche Verlust Trauer. Bowlby, 1969, 75. Übersetzt heißt das, Trennung kann Trauer auslösen. Aber alleine schon die Gefahr von Trennung, selbst wenn sie noch nicht einmal passiert ist, ruft beim Kind Angst hervor. In der Bindungstheorie geht es auch um die Balance des kleinen Kindes zwischen Nähe bzw. Sicherheit suchen einerseits und des Erkunden des Entdeckens auf der anderen Seite. Welche Erfahrungen du mit diesen beiden Bedürfnissen gemacht hast in deiner Kindheit, bestimmt heute deinen Bindungsstil. Wenn du als Kind diese Sicherheit nicht erfahren hast und beispielsweise die Erfahrung von Verlust machen musstest, wirst du heute Bindungen vielleicht nur mit Verlustangst eingehen können. Du wirst vielleicht Gewohnheiten, toxische Beziehungen oder Freundschaften aufrechterhalten und obwohl sie dir nicht gut tun, geben sie dir immerhin ein Stück Berechenbarkeit und Stabilität. Meine Eltern trennten sich, da war ich 16 Jahre alt. Und das hat damals meine Welt komplett auseinandergerissen. Mein ganzes Leben habe ich sie eben zusammen erlebt und sie waren für mich da, immer zusammen. Aber sie waren da. In der wichtigsten Zeit für mich als Kind und junger Jugendlicher waren sie da. Hätten sich meine Eltern getrennt, als ich noch jünger war, ich weiß nicht, wie ich heute wäre, wie ich heute Bindungen eingehen würde. Frei und autonom werden können Menschen nur, wenn sie vorher das Geschenk einer Bindung erlebt haben. Neurowissenschaftler Joachim Bauer in Wie wir werden, wer wir sind. Nur wenn du also die Erfahrung gemacht hast, dass du sowohl Sicherheit als auch Autonomie auf der anderen Seite erleben kannst, kannst du auch beides heute gut in Einklang bringen. Life is a balance of holding on and letting go. Ich befinde mich, seit ich zurückdenken kann, immer im Finden der Balance zwischen Nähe, Verbundenheit, Sicherheit und Erkunden, Entdecken und dem Abenteuer. Und ich weiß, dass es beides für mich gibt und es sich nicht ausschließt, im Gegenteil.
Gerade wenn ich mich wieder verbunden fühle und verwurzelt bin, dann kann ich auch erst daran denken, wieder die Flügel auszubreiten und mich in ein unsicheres Gewässer aufzumachen. Veränderung macht mir dann im ersten Moment trotzdem immer noch Angst, doch dann fühlt es sich auch gut an im nächsten Moment. Loszulassen. Ich wünsche jedem, dass er das Geschenk einer engen Bindung erfahren kann. Und selbst wenn es noch nicht passiert ist, dass er das noch erfahren oder sie es erfahren kann. Oft kann sich der Bindungsstil im Laufe des Lebens auch ändern durch neue Erfahrungen, die wir machen. Oder zum Beispiel aktiv durch ein Coaching oder eine wirksame Therapie. Und wenn du dich auch gerade in einer Veränderung befindest, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft und den Mut, auch loszulassen. Bis ganz bald hier auf meinem Kanal. Ich freue mich.